Bei diesem Bild fällt einem nur eins ein, es ist Mittwochabend und deshalb Grund genug, hier im Studio in Tokio an der Stock Exchange zu sein. Aber bevor ich auf die beiden wieder zu sprechen komme, gucken wir den eigentlichen Star an. Das verbindet uns ja noch viel mehr, nämlich den Dow Jones beispielsweise, den Chart hier in diesem Fall. Wir sehen die Aufwärtsbewegung und tatsächlich der Markt jetzt hier so in der Abwärtsbewegung erst nochmal, aber jetzt wiederum hier aufwärts. Wir sehen also Schub hoch, hier ein bisschen so wackelig runter. Es ist unsauber. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. An sich finde ich dieses Bild, wenn man ganz grob hinguckt, mega. Es ist eigentlich klasse. Fünffällig hoch, so ABC jetzt runter. Das müsste nochmal hier hingehen. Dann wäre Trigger hier oben drüber. Das fände ich mega klasse. Also das hier dann nochmal fortgesetzt. Auch das hier an sich ist toll, aber auch das hier, und wir sehen das hier, es ist alles ein bisschen unsauber. Und das repräsentiert die aktuelle Unsicherheit, die wir offensichtlich am Markt haben. Nämlich, dass der Markt, sehen wir es mal hier um hier, dass der Markt im Moment noch nicht so richtig weiß, vor der Fed-Entscheidung, die hier heute ansteht, vor der UK-Wahl, die morgen ansteht, vor den Zöllen am Sonntag, also Trump ist da auch nochmal in charge, was zu tun. Keiner weiß so richtig, was passieren soll, und dementsprechend ist da eher noch Unsicherheit im Markt angesagt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob unsere beiden Experten was sagen. Auf vielfachen Wunsch werden wir natürlich auch Manu-chan befragen, auch wenn wir vielleicht da nicht 100% die Aussage kriegen, die wir brauchen. Manu-chan. Hi. Which market is the best today? Long or short? Up or down? Long. Long. Ja. Okay, ich würde nicht zwingend drauf wetten, aber es klingt zumindest mal gut aus Ihrem Munde. Deshalb fragen wir jetzt mal Shimizu-san, der weiß genau, was Sache ist. Und auf Manu-chan kommen wir auf dem Abschlussfoto noch mal ganz kurz. Aber Shimizu-san, let us know, what is most important for you today? Well, you don't really care too much today, because nothing is really happening. Big day is tomorrow, but we have a FOMC meeting ending today. They will not... No, they're not expected to do anything today. But I think the headline is about, not today, about FOMC, but FOMC will be releasing their expectation for 2020 next year. And, well, in the year 2020, they're not expected to do anything. So, but a couple chances are that U.S.-China might derail. Way the labor market is going, without, we have a CPI, U.S. CPI coming up in about an hour, and if improvement goes on in the U.S. labor market, at the same time inflation is not really stimulated, then FOMC may find itself in a 2020 where they need to cut the rates. So anything could happen in the 2020, but at this point, this is really no market mover. Oh, by the way, well, UK will be voting tomorrow, and we have a little bit of market is trying to digest or trying to kill time, I guess. Really nervous on a sterling pound at this point. But apart from that, this is just a regular Wednesday. I am trying to do the show in about shortened version, maybe like a 1-hour show into 15 minutes, and I try to go home early. Man, you should do that too. Have a good Friday. Friday is a little bit time to go. Have right? a good Wednesday, I mean. don't forget to vote. Okay, er ist auch schon völlig durch den Wind. Er sagte, na, eigentlich sollte man an einem Tag wie diesem schon ganz früh nach Hause gehen. Er versucht die Show, die normalerweise eine Stunde geht, hier auf 15 Minuten zu begrenzen. Das kann durchaus sein. Er sagte nämlich, die FED, die wird wohl nicht großartig was können heute, denn eigentlich wird nichts erwartet. Also nicht nur eigentlich, sondern es wird definitiv nichts erwartet. Es geht nur um das Statement, um das Begleitende, was denn für 2020 vielleicht ansteht. Selbst da wird eigentlich nicht wirklich was erwartet. Also da ist nicht wirklich irgendetwas, was heute Schwung oder Spannung reingeben kann. Zumindest mal nicht so, wie wir das normalerweise von den FED-Daten gewohnt sind. Wenn dann eher von der UK-Wahl, die da morgen stattfindet, beziehungsweise dann von den Zöllen oder Zollfrage dann vor dem am Wochenende jetzt am 15. Ob da vielleicht irgendwie was da rauskommt, wir werden das sehen. Meine
Überlegung dazu ist tatsächlich, es wird wohl nicht wirklich was passieren. Trump wird vor den Feiertagen, wenn er einigermaßen clever ist, ich weiß, das wird ihm oft abgesprochen, aber ich kann mir vorstellen, das kriegt er sogar hin, dass er vor den Feiertagen, wodurch die Familien zusammenkommen, nicht irgendwie schlechte Stimmung verbreiten wird, sondern sagen wird, natürlich verschieben wir das, wir machen eine großartige Aufgabe mit den Chinesen, wir kommen da richtig toll weiter. Die Wirtschaft geht gut, guckt es euch mal an, die letzten Monate ist es nach oben gegangen, seitdem ich gewählt wurde, ist es nach oben gegangen. Also insofern ist es, oder zumindest mal jetzt dieses Jahr, ist es tapfer nach oben gegangen. Alles also super. Insofern wird er wohl nicht vor Weihnachten da noch irgendwie eine Tretmine setzen. Aber wer weiß das schon. Deshalb wie immer am Markt vorsichtig sein, mit allem rechnen im Zweifelsfall und dann bereit sein, was auch immer da kommen mag. Wir haben da oft ja schon drüber gesprochen. So, wir haben auch drüber gesprochen, das Abschlussbild mit Dame Shimizu-san! Manu-chan! Bye-bye! Bye-bye!